Hallo, heute möchte ich euch wie versprochen zeigen, wie man eine Mittelalter-Gürteltasche aus Filzwolle fertigen kann. Mein Mittelaltergewand, was ihr hier seht, das habe ich auch selber angefertigt. Und ich liebe es halt, wenn man zu so einem Gewand auch eine passende Tasche hat und nicht mit einer Handtasche oder sonst was ankommt. Und ich mag das gefilzt eigentlich lieber als die Ledertaschen, die sind sehr steif und solche gefilzten Taschen in der Größe, Format und auch in der Dicke bekommt man eigentlich gar nicht und deswegen habe ich sie mir selber gemacht. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen und wie einfach solch eine Mittelalter-Gürteltasche zu fertigen ist, zeige ich euch. Ich gehe sehr, sehr gerne auf mittelalterliche Feste oder Märkte und besuche Burgen wie jetzt die Wartburg in Eisenach oder Braunfels oder die Ronneburg. Und da ist es immer der Hit, wenn ich diese Tasche dabei habe oder eine meiner anderen, auch so ein Beuteltaler. Das kommt immer wahnsinnig gut und ich habe immer meine Sachen dabei und es sieht auch stilecht aus. So, und nun zeige ich ihr euch, wie einfach solch eine ganz tolle Tasche zu fertigen ist. So, nun wollen wir anfangen mit unserer Mittelaltertasche, mit unserer Gürteltasche, mit oder ohne Handy. Ihr braucht dazu drei Knäuel, 100% Filzwolle. Und zwar steht da drauf 50 Meter. Also wenn ihr eine Wolle findet mit 50 bis 60 Meter Lauflänge, habt ihr genau die Stärke, die wir brauchen. Dazu brauchen wir eine Rundstricknadel in der Größe 8 bis 9. Wenn ihr eine normale Nadel habt, also keine Rundstricknadel, würde das bei der Mittelaltertasche auch gehen. Eine Schere und eine dicke Nadel. Und zu Anfang müssen wir uns jetzt unsere Maschen fangen. Und zwar brauchen wir 50 Stück. In meiner Strickschule habe ich euch die ganz einfache Art gezeigt, wie man Maschen fängt. Es gibt aber auch die kompliziertere. Die wäre jetzt mit einem Anfang mit einem doppelten Faden, den wir vorne fassen, unser Dreieck machen. Und bei dieser Art werden die Maschen rechts und links gefangen. Das kann ich euch einmal zeigen, weil ich da auch schon nachgefragt worden bin. Aber da kommt auch ein Video, da ist ein Video mit dieser schwierigeren Art. Also es geht beides, das spielt dann keine Rolle. Wir würden die Maschen so nehmen. Vorne ist der Doppelfaden, hinten der einzelne. Weil der einzelne Faden macht uns die Maschen und der Doppelfaden macht uns den Rand. Wir würden erst so rum eine machen und dann so rum. Also eine rechte, eine linke. Eine rechte und dann von der anderen Seite eine linke. Eine rechte, eine linke. Eine rechte. Eine linke. Und dann seht ihr hier, das ist immer so ein Pärchen. Das gibt einen ganz tollen dicken Rand. Das ist aber besonders schön für Pullis, wenn man Strümpfe strickt. Ist das die absolute Art, weil es viel enger zusammenhängt und leiert nicht so aus. Also ich mag das sehr, aber wie gesagt, ihr könnt das ganz einfach nehmen oder jetzt das Schwierigere. Beim Filzen sieht man es nicht so besonders. Und wir wollen ja eine ganz tolle Tasche haben. Und wer jetzt da sagt, oh, ich hätte gerne Mittelalter-Gürteltasche mit Handy, ich habe ein Video drin mit einer ganz tollen Handytasche. Also die Wolle reicht für beides. Und dieses Video mit Handytasche, wenn ihr das fertigen wollt, nehmt ihr dann bitte die gleiche Wolle wie die Handytasche. Das Einzige, was ihr unbedingt beachten müsstet, wenn ihr diese Handytasche nachstrickt, dass ihr 5 Reihen weniger im unteren Teil strickt. Dann passt die Handytasche prima rein. Und das ist ein ganz tolles Geheimfach fürs Handy. Entweder dann außen hingenäht oder innen. Das zeige ich dann aber noch. Und das ist super praktisch und vor allen Dingen passt zu so einem Mittelalterkostüm auf so einem Mittelaltermarkt oder Mittelalterfest. So eine Filztasche ganz, ganz toll. Also ich bin da aber ganz begeistert und die Leute, die mich treffen mit meinem Kleid und mit der Familie, die dann auch ihre Mittelalterkostüme tragen und ihre Taschen haben. Also mein Mann hat auch eine Tasche. Meine Kinder tragen meistens hier die Talerbeutel. Die finden die
besser. Und dann haben sie ihr Geld drin und mal eine Süßigkeit oder irgendwie was, was sonst noch so über den Tag gebraucht wird. Und das kommt immer sehr, sehr gut. So, jetzt schlagen wir erstmal die 50 Maschen an und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. 50 Maschen sind nur angeschlagen und wir stricken die ganze Mittelaltertasche mit rechten Maschen. Das ist auch in meiner Strickschule, wenn ihr nochmal gucken wollt. Und dazu brauchen wir jetzt 36 Reihen. Die letzte Masche auf dem Strickstock, die stricken wir bitte nicht, sondern die heben wir einfach nur ab. Sonst wird der Rand so wahnsinnig locker. Und das sieht nicht schön aus. Wenn ihr schon mehr mit mir zusammengestrickt habt, habt ihr das bestimmt schon mitgekriegt. Ich nehme hier eine Multiwolle, Multifarbenwolle. Aber ihr seht ja, ich habe alle möglichen Farben schon verstrickt. Ob jetzt ein ganz dunkles Anthrazit oder eine Multiwolle in den Farben in Grautönen oder eine braune oder eine blaue. Und hier habe ich jetzt halt meine andere Multifarbe genommen. Aber das ist euch ja überlassen, wie ihr das gerne habt. Und wozu es passt. Von der Größe sowieso. Also ob Mann oder Frau, ob Kind. Das passt immer. Und beim Mann lassen wir dann halt die Stickerei vielleicht weg. Und wiederum, wenn euer Göttergatte oder euer Freund sagt, nö, gerade das gefällt mir, dann stickt das halt dann rein. Könnt natürlich auch nach anderen Motiven gucken zum Reinstecken, reinsticken. Die Keltenmotive, Keltensymbole, ich finde die immer ganz klasse. Und da gibt es ja viele Anregungen im Internet. So, jetzt ist die erste Reihe gleich gestrickt. Und ich zeige es euch nochmal kurz mit dem Abheben, was ich da meine. So, eine Masche steht noch. Mehr zwei. So, bei der letzten wird der Faden nach vorne gelegt. Die Masche einfach nur abgehoben. Rumgedreht. So, und jetzt stricken wir bitte 36 Reihen. Einfach rechte Maschen immer hoch und dann zeige ich euch, wie es easy weitergeht. Viel Spaß. Bis dann. Wir haben jetzt unsere 36 Reihen gestrickt. Ich möchte mal zeigen, wie einfach das zum Zählen ist. Wenn man es auseinanderzieht, dann sieht das so aus wie so kleine Wellen. Und die Erhöhung, die zählen wir immer. Das sind immer zwei Reihen. 2, 4, 6, 8, 10. Und so kann man ganz einfach zählen. Und wenn man den Strickstock noch dazu nimmt, dann weiß man immer, wo man ist. So, und dann möchte ich noch mal zeigen, also wenn das erste Knäuel fertig ist, dann knotet man das zweite nur daran und schiebt den Knoten nach links. Also das ist meine rechte Seite, die linke Seite. Und man kann den Knoten hin und her schieben, wie man das will. So, jetzt wäre er auf rechts und wir tun ihn auf links. Und beim Verfilzen verfilzt es dann so sehr, dass wir ihn abschneiden können oder ihn einfach hängen lassen können. So, jetzt kommen wir zur Klappe von der Tasche. Dazu müssen wir die Hälfte, also 25 Maschen, abketten. Das geht so. Wir stricken die erste, wir stricken die zweite und ziehen die hintere über die vordere. Jetzt stricken wir die wieder rechts und ziehen die hintere über die vordere. Ich mache es nochmal langsam. Wir stricken rechts. Wir ziehen die hintere über die vordere. Und das machen wir jetzt bei 25 Maschen. 25 Maschen haben wir jetzt abgenommen und 25 Maschen haben wir noch. Und wir stricken jetzt weiter in rechts 25 Reihen für die Klappe der Tasche. Noch eine Anmerkung. Ich hatte ja gesagt, wir brauchen dazu zwei Knäuelwolle. Es ist immer so zu sehen, also ich brauche zwei Knäuelwolle, aber jeder strickt ein bisschen anders. Einer strickt wesentlich fester, der andere wesentlich lockerer und man kann es nie so genau sagen, ob es dann wirklich dabei bleibt. Nur wenn ihr euch wundert, wenn irgendwie ein bisschen was übrig bleibt oder es reicht vielleicht doch nicht. Es liegt einfach daran, dass jeder anders strickt, locker oder fester, also nagelt mich nicht so darauf fest, wenn es dann doch ein bisschen anders ist. So, wie gesagt, 25 Reihen jetzt. So sieht nur unser Rohling aus von unserer Mittelalter-Gürteltasche. Die 25 Reihen sind jetzt gestrickt. Und jetzt ketten wir erstmal 12 ab. Wir stricken die erste, die zweite und ziehen sie drüber hin. 12 Stück. Bis zur Mitte haben wir jetzt abgenommen.
Wir nehmen die Schleife, nehmen eine Häkelnadel in der Stärke 4, 5, 6, 7, was ihr zu Hause habt, und machen jetzt 12 Luftmaschen. Dann machen wir die Stricknadel wieder drauf und ketten weiter ab, bis die Reihe ganz zu Ende ist. Wir haben nur noch 2 Maschen. Wir stricken die letzte auch, heben die vorletzte über die erste. Dann schneiden wir den Faden großzügig ab, weil wir die Tasche damit noch vernähen können. Ziehen noch einmal durch. So. Das Teil ist jetzt erstmal fertig gestrickt. So sieht es fertig aus. Das ist unsere Öse für den Knopf. Nach dem Filzen müssen wir es noch hier ein bisschen zusammen nähen. So, dann gucken wir, wo rechts und links ist. So kommt die Tasche dann aufeinander. Hier nähen wir zu auf links und hier unten wird dann zugehäkelt. Aber erstmal müssen wir unser Muster machen. Die erste Möglichkeit wäre, das habe ich euch schon mal gezeigt in einem anderen Video. Wir machen eine Luftmaschenschlange oder Band. Das ist aber noch mal ganz anschaulich in einem anderen Video gezeigt, wie das geht. Stecken es fest und würden es dann hier drauf nähen. Wenn ihr die Art mögt, schaut doch bitte mal in dem anderen Video nach. Oder wir nehmen eine helle Wolle. Doppelter Faden ist ganz wichtig. In der Mitte fangen wir an und stechen und sticken uns das Muster, was wir gern hätten. Eine vor, eine Masche, ein Stich, wieder zurück und in das Loch davor wieder rauskommen. So. Und so würden wir jetzt unser Muster sticken. Wie gesagt, immer zurück, ein bisschen weiter nach vorne. Das habe ich auch schon mal gezeigt, wie toll und einfach das geht bei den Schäfchen. Da waren es dann halt Blumen. Dann drehen wir uns das Stück so, wie wir es brauchen. Und ihr könnt ja mal im Internet gucken, da gibt es so ganz tolle Kelten-Symbole, die man einsticken kann, oder einfach hier so eine Mittelalter-Ranke. Das liegt dann bei euch. Das macht ihr dann bitte erstmal fertig, euer Sticken. So, und dann, weil ich ja gesagt habe, eine Mittelaltertasche mit oder ohne Handy, bevor wir es zumachen, schließen. Das ist unsere Tasche offen. Ich hatte ja schon einmal ein Video gemacht über eine Handytasche. Das könnt ihr sehen. Und diese ist zwar jetzt schon gefilzt, das soll aber nur das Beispiel zeigen. Wenn ihr eine nach meiner Anleitung eine Handytasche strickt und noch nicht verfilzt habt, könnt ihr die wahnsinnig gut entweder in die Tasche einnähen, einfach dann hier oben nur annähen. Die kann lose sein. Dann habt ihr die Handytasche in der Mittelaltertasche und das ist sehr, sehr praktisch. Man kann da auch mal das Geld reintun, nicht nur das Handy. Und würdet die jetzt, ohne verfilzt zu sein, in die Tasche einnähen. Wenn ihr sagt, ich möchte da schneller dran kommen, dann näht er die hinten fest. Das wäre mein Tipp mit der Handytasche. Das ist das Sticken. Und jetzt brauchen wir noch 2 Gürtelschlaufen. Dazu nehmen wir die Restwolle, die noch da ist, und fangen uns 16 Maschen. 16. Und darauf würden wir mit rechten Maschen 6 Reihen stricken. Also 16 Maschen und 6 Reihen mit rechter Masche. Und das würden wir 2-mal machen. Das sind dann die Gürtelschlaufen für hinten. Und das machen wir dann erst einmal und dann zeige ich euch natürlich, wie wir die Tasche dann noch fertig machen, was dann ganz einfach zu machen ist. Die Tasche ist nur fertig bestickt. Ich habe einen Bogen hier drauf gemacht. Das ist ein Muster, was mir das erste Mal aufgefallen ist, als ich im Museumsdorf in Fladungen war. Das sind ganz tolle Fachwerkhäuser.
Und da gab es ja noch keine Tapeten. Da sind die Ornamente direkt auf die Wand gemalt worden. Und das ist immer so mein Lieblingsornament. Also wir haben selber ein Haus aus dem 17. Jahrhundert, ein ganz tolles Fachwerkhaus. Und ich habe auch viele Wände so gestaltet, keine Tapeten, sondern die Motive, die Tapetenmotive aufgemalt direkt auf die Wand. Wie gesagt, das wird draufgestickt. Wenn ihr die Handytasche gestrickt habt, würde die jetzt erst aufgenäht werden. Ansonsten nähen wir jetzt die Tasche zusammen, den Faden hier abschneiden. Und dann nähen wir die Tasche auf der linken Seite zusammen. Das heißt, so, Ornament nach innen. So wäre es nach innen. Ich verknote immer ganz gern hier unten die Ecken. Dann passt das auch immer schön auseinander. Locker draufgelegt, oben zusammen. Jetzt schließen wir das Teil. Am Anfang immer ein bisschen hin und her. So, bis das sitzt, dann haben wir die Naht. Und dann gehen wir hoch und runter ein Stück vor und dann den Faden wieder zurück. Eins vor und den Faden ein Stich wieder zurück. Eins vor und wieder zurück. Und so nähen wir jetzt die ganze Seite zusammen. Das macht ihr dann bitte erst einmal. Wir haben nun die Seite geschlossen und nähen sie unten ein bisschen fest. So, jetzt lassen wir es kurz hängen und drehen die Tasche auf rechts. Das ist wichtig. So, und jetzt überlegt ihr euch selber, ob ihr hier unten zunähen wollt oder zuhäkeln. Also, wenn ihr zunähen wollt, könnt ihr den Faden hier noch benutzen und näht so zu, wie ich euch die Seite gezeigt habe, nur dass es jetzt eine offene Naht gibt. Ich mag es eigentlich lieber, wenn die untere Seite zugehäkelt wird, weil ich finde, das sieht besser aus und steht nicht so ab. So, hier ist unsere Naht. Wir ziehen genau rüber, dass wir genau die Hälfte haben und würden jetzt hier anfangen mit zuhäkeln. Schlaufe drüber hinlegen, festhalten, einmal durch. So, und dann machen wir in der Ecke noch eine feste Masche und würden jetzt da hier komplett zu häkeln. Also ich finde das so schöner. Es sieht edler aus und es hält auch besser. Aber das liegt dann bei euch, wie ihr es mögt, wie ihr es besser findet. Und das machen wir jetzt erst. So, einmal bitte zu häkeln oder zu nähen. Das ist jetzt zugehäkelt. Wir schneiden den Faden ab. Noch einmal durch und weggezogen. So. Ihr habt jetzt die Fäden hier. Bei gefilzten Sachen braucht man eigentlich die Fäden gar nicht vernähen. Bisschen großzügig abschneiden. Das verfilzt dann alles. Das wäre jetzt die Tasche. Und dann haben wir ja noch die zwei Riegel gestrickt. Das sind diese 16 Maschen und 6 Reihen haben wir gemacht. Ein bisschen großzügig den Faden noch und jetzt zeige ich euch, wie die angenäht werden. Denn irgendwo muss ja dann unser Gürtel auch durch. Und wenn man so ein Mittelalterkleid hat und die Mittelaltertasche, Gürteltasche benutzt, dann setzt man den Gürtel auf die Hüfte und nicht so fest in die Taille, damit das auch schick aussieht. So, den ersten Riegel legen wir auf die Tasche. Hier oben ist unser Rand. So, der wird jetzt so rum angenäht. Das verfilzt dann schön. Und das nehmen wir nach innen fest, nicht nach außen. So, gerade festnehmen. Mit ein paar Stichen schön festziehen. Hier zum Beispiel ist noch ein Faden da. Dann könnten wir auch noch mal verknoten.
abschneiden. Fertig. Machen wir noch einen Faden. Das kommt jetzt nach unten. Und das untere, das nähen wir außen fest. Innen fassen. Wir können auch mit einer Stecknadel das mal kurz feststecken, wenn es einfacher geht, damit es einfacher geht. Und dann nehmen wir gerade den Riegel hier unten drauf. Wenn ihr da die Handytasche habt, wenn ihr sagt, na, die Handytasche will ich nicht nach innen haben, die mache ich nach außen, dann setzt ihr die Riegel einfach ein bisschen weiter nach innen. Und dann funktioniert das ohne Probleme. Und wenn wir den Gürtel dann auf die Hüfte setzen, dann ist das ja auch lockerer. Und dann stört das dann auch nicht beim Handy rausnehmen. Weil die Tasche lose auf den Hüften hängt. So, das wäre jetzt der erste Riegel. Und dann haben wir unseren zweiten. Und den nehmen wir genauso drauf. Wenn dann unsere Tasche fertig zusammengenäht ist, bestickt ist und dergleichen, dann kommt sie in die Waschmaschine. Und zwar bei Pflegeleicht 40 Grad mit einem Becher Flüssigwaschmittel. Bitte kein Weichspüler. Und ich tue dann immer zwei Tennisbälle mit noch in die Trommel, dann wird das Filzergebnis viel schöner. Und ich filze meine Sachen immer einzeln, ohne noch irgendeine Wäsche dazu zu geben. Wenn ihr natürlich eine Tasche habt, vielleicht noch Küken oder eine Handytasche, das kann man alles zusammentun. Aber ich würde jetzt keine Pflegeleichtwäsche einfach und das damit reinschmeißen, dann wird es nicht so schön. Und wenn es beim ersten Mal nicht so schön wird vom Filzergebnis, dass ihr sagt, ach nee, ich hätte das lieber ein bisschen mehr gefilzt, dann tue ich das immer in meine Pflegeleichtwäsche mit hinein, in die Dessous oder dergleichen und filze das dann nochmal mit der Wäsche zusammen. Und wenn es mir dann immer nicht gefällt, dann tue ich es auch nochmal rein. Aber beim allerersten Mal filzen, bitte dann separat in die Waschmaschine und gefilzt und dann am besten auf einem Handtuch trocknen lassen. Auch nicht auf der Heizung, das wird dann nicht so toll. Und zum Schluss machen wir dann noch den Knopf dran. Das zeige ich euch nur mal, weil ich ja da verschiedene habe. Also hier zum Beispiel, das ist ein Metallknopf. Hier habe ich ein Ornament noch dran genäht und habe dann einen ganz tollen Holzknopf dran genäht. Das ist euch dann überlassen, wie ihr das ganz gerne hättet. Unsere Tasche ist nun gefilzt. Nachdem ihr sie aus der Waschmaschine kommt, müsst ihr die ganz gewaltig mit viel Kraft in Form ziehen, so wie ihr sie haben möchtet. Und ihr seht, die Fäden sind jetzt auch verfilzt und da schneiden wir alles einfach ab. Da passiert gar nichts, weil es gut verfilzt ist. Wenn ihr natürlich doch sagt, ihr verfilzt es mit eurer normalen Buntwäsche, dann kann es sein, dass es nur oberflächlich verfilzt ist. Dann ist es problematisch, einfach die Fäden abzuschneiden, weil dann kann doch mal ein Loch entstehen. Das müsst ihr sehen. Und wenn das richtig toll gefilzt ist, sieht man die Reihen gar nicht mehr. Das ist jetzt unsere Gürteltasche, unsere mittelalter Gürteltasche. Hier ist unsere Schlaufe. Dann müsst ihr euch noch überlegen, was für einen Knopf ihr verwenden wollt. Wenn der Knopf etwas kleiner ist, näht ihr einfach hier oben die Schlaufe ein bisschen zusammen. Ist er größer, dann zieht ihr euch da so weit, dass er prima durchpasst. Die Handytasche habt ihr nach innen genäht, wenn ihr eine hattet, oder in die Mitte hier. Und wenn ihr dann den Gürtel durchgezogen habt und habt es locker auf der Hüfte sitzen, kann man das Handy prima herausnehmen. Ich hoffe, euch hat die Tasche gefallen. Und dann möchte ich euch nochmal zeigen, was ich als Neuestes gemacht habe. Und zwar ganz einfache Filzblumen. Die kann man als Filzblumen machen oder als Blumengirlande. Und das wäre nochmal so eine Idee von mir. Vielleicht habt ihr Spaß dran. Und schreibt mir mal, dann kann ich das vielleicht euch zeigen, wie einfach und toll es doch ist, solche Blumen zu machen. So, und jetzt euch noch einen schönen Tag und bis wieder mal. Tschüss!